Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade Warband. Ja, wieder einmal sind wir auf dem Weg ins feindliche Swadin und versuchen da den ein oder anderen kleinen Kampf an Land zu ziehen. Der König selber schmeißt ein Gelage. Hätte er ruhig mal ein paar Minuten früher sagen können, also in den Spielzeiten einen halben Tag früher sagen können. Da waren wir nämlich noch dort. Jetzt können wir uns gerade nochmal hinbewegen und Freude, Freude. Oh, das ist richtig Freude, wieder Geld. Können wir dann mit dem König feiern? Vielleicht ist er dann nochmal ein Tücken besser auf uns zu sprechen. Ich gehe zuerst mal zum Feiern, danach gehe ich zum Turnier. Hallo, dich kenne ich noch nicht, aber ich will dich eigentlich auch nicht wirklich kennenlernen. Nur damit die Namensliste ein bisschen vervollständigt wird von den ganzen Leuten. Die kannte ich wohl schon. Dich kenne ich auch schon. Dich kenne ich auch. Und dich kenne ich noch nicht. So. Wer hat den König gesehen? Mädels? Wohl in der Nähe von Yelkala. Na super. In der Nähe bedeutet, der hat's fest ausgeschmissen gegeben, ohne dass er selber anwesend ist. Nutze ich die Gelegenheit, versuche mich noch einmal im Turnier. Und sollten wir das mal schaffen? Ach so, meine Güte. Bogen sind wir ja sowas von schlecht. Also sowas von schlecht. Das ist ja quasi eine Freche, dass sie uns einen Bogen in die Hand gedrückt haben. Nur weil sie selber mit den coolen Waffen kämpfen wollten. Ich habe meinen eigenen getroffen. So, Artillerieduell. Sehr gut. Klingenschwester, das hast du gut hingekriegt. Ach Mensch. Ich lenke sie ab und du kannst sie erschießen. Klingenschwester, sehr gut. Noch ein Treffer. Sehr schön. So läuft das. Gewonnen. Und ich habe sogar den Todesschuss gemacht. Jawohl. Also Todesschuss ist ja übertrieben. Hier im Turnier stirbt ja keiner. Armbrust, viel besser. Man müsste aber auch treffen. Ach, komm schon. Glaube, wir haben gewonnen. Das ging ja schnell. Also habe ich richtig gute Leute bei mir gehabt. Diesmal haben wir einfach eine wesentlich bessere Erfolgschance als das letzte Mal. Beim letzten Mal standen wir mit halber Kampfkraft, also mit halber Lebensenergie,
im Turnier. Und das hat sich dann auch gleich bemerkbar gemacht für den Kampf. Weg, weg, weg. Los, reite, du blöder Gaul. Ah. Das Pferd ist manchmal so lang. Oh, du Scheiße. Aber gut, richtig zielen sollte man trotzdem. Was? Ja, da war der andere schneller. Gewonnen. Gut, Kampf in der nächsten Runde. Es geht weiter. So, einer ist K.O. geschlagen, der andere ist Doranton, der Bogenschütze, der so schnell schießt. Aber ein glücklicher Treffer und dass er vorher angeschlagen wurde, hat uns zum Sieg verholfen. Kämpfen in der nächsten Runde. Mit einer großen zweihändigen Waffe. Ach, da wünscht man sich ein Schild. Und ein Pferd zum schneller Vorwärtskommen. Und eine schnellere Schlagtechnik. Ach, komm schon. Jawohl. Nein! Nein, ich wollte doch nicht ausscheiden. Ach. Na gut. Warten wir auf den König, dass er endlich mal sein Gelage in Betrieb nehmen kann, sozusagen. Nein! So, wo ist er? Das ist er nicht. Da ist er. Jawohl, er ist begeistert. Wir hatten bei der Schlacht teilgenommen. Also Luca. Ja. Das war eigentlich schon der einzige Grund, ihn zu besuchen. Ein bisschen positiver stimmen. Vielleicht gibt er uns ja, sollten wir irgendwann tatsächlich mal uns zusammenrotten und was erobern, vielleicht gibt er uns ja dann tatsächlich ein Lehen dazu. So, Beispiel, wenn wir jetzt Veluca einnehmen würden, würden wir vielleicht das Dorf Cesar oder Fetna kriegen. Ach, es ist echt so verhext. Da ist der General wieder. Das müssen wir ihm eigentlich noch folgen, oder? Halt, da war der Auftrag. Nee, das hat sich eigentlich auch schon erledigt. Als er angegriffen und gefangen genommen wurde, wahrscheinlich. Der sieht etwas erfolgreicher aus, dem würde ich gerne mal folgen. Aber vielleicht irre ich mich auch, weil er als 18 Gefangener hat, vielleicht hat er eigentlich nur sich von Fußvolk angreifen lassen, nachdem er es zu Tode gehetzt hat. Also den Banditen oder so. Das wird wohl eher der Fall sein, weil er völlig sinnfrei ins Land reitet. Mist. Wo möchte er wohl hin?
Und führt er mich zu neuen Kämpfen? Das wäre eigentlich mal das Praktische. Vorteil, er hat recht gute oder recht viele Truppen. Und wir könnten dann gar gemeinsam einen mit 120 oder 150 angreifen und vielleicht sogar aufmischen. Und am besten ist es, wenn er vorreitet, dann laufen wir nicht Gefahr. Ist er drin geblieben? Er ist da drin geblieben, die feige Socke. Dann würden wir nicht Gefahr laufen, ganz ausgeschaltet zu werden, weil er dann sich zu fein ist dafür, uns zu helfen. Das passiert nämlich auch ab und an. So, was hat der Bauer zu bieten? Ein Kohlkopf. Na super. So mag ich das nicht. So ist das blöd, wenn unsere ganzen Gefolgsleute oder beziehungsweise unsere Mitfürsten sich irgendwo in irgendwelche Burgen verkriechen und denken, ach, das Leben ist schön, soll ein anderer kämpfen. Und ich dann nicht in den Kampf komme, weil die gegnerischen Truppen A besser ausgebildet und B in größerer Zahl sind. Und C, ich keinen Charakter gebaut habe, der sich aufs Prügeln versteht. Das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Ich meine, man kann natürlich sagen, oh, ich münze meinen Charakter halt eben ganz stark auf den Kampf. Und da kann er so eine kleine Truppe von 20 Mann technisch gesehen sogar alleine aushebeln, wenn er die richtige Ausrüstung und Bewaffnung hat. Und wenn er halt noch ein paar Truppen bei sich hat, dann verschaffen die ihm Zeit und er kann mit 20 Mann locker 50, 60 Mann niederringen, muss dafür aber dann neue 20 Mann finden. Das ist alles gar kein Thema. Aber das Thema hier ist einfach, wir haben uns auf Truppenführung spezialisiert. Das bedeutet, wir müssen halt eben auf unsere Truppe zählen und die muss dann halt eben den Kampf übernehmen. Und wenn wir leider kleine Truppen haben, die diesen Kampf nicht schaffen, haben wir ein Problem. Ach, da waren wir schon. So, noch ein bisschen Brot. Körner haben wir noch genug. Käse. Käse ist gut. Das macht Abwechslung. Das gibt Moral. Das Einzige, was man kaufen könnte, um es dann 300 Dinare teurer zu verkaufen, ist Samt. Na, das rechnet sich nicht. Das hilft uns so nicht weiter. Halt, könnten uns noch versuchen, hier in Ufran, wie ich es letztes Mal noch versucht hatte, was einzukaufen. Vielleicht können wir das irgendwo gewinnbringend hinschaffen. Jawohl, günstige Rohseide. Brot und Fisch haben wir noch. Uiuiui. Warum ist der ganze Tross raus? Das möchte ich mal wissen. Ob die irgendwas niedergerungen haben gerade eben? Feind. Na gut, verlieren kann man das kaum noch. Aber es sind genug, um dass wir noch rechtzeitig den Kampf teilnehmen können. Und vielleicht wirft das auch ein bisschen Beute für uns ab.
Einmal hierhin, kommt zurück. Und schnell unsere Truppen aufstellen, ausrichten und bestens. Hier werden sie kämpfen, hier werden sie sterben, wenn es denn sein muss. Was ich ja eher nicht glaube. Und wir reiten mit den anderen Grafen in den Krieg. So, und damit wir uns einen Vorteil verschaffen, werden wir einfach mal die gegnerischen Schützen dazu verführen, uns hinterher zu schießen. Während der Rest sich vielleicht irgendwann mal bereit erklärt, sich dem Feind zu nähern und ihn anzugreifen. Ja, da hätte ich jetzt mal ganz gerne eine Belagerungsarmbrust, um den Gegnern hier Stress zu machen. Ach, kommt schon. Wenn unsere wagemutigen Verbündeten ungefähr noch eine Woche brauchen, bis sie sich hier am Kampf beteiligen wollen. Das ist unglaublich. So, einmal nachladen. Jetzt können wir per Glück eintreffen. Nein, das auch nicht. Nochmal nachladen. Wir haben ja genug Schuss, so ist es ja nicht. Wir können ohne weiteres mit den ganzen Bolzen, die wir mitführen, die Truppe hier auseinandernehmen. Das Problem dabei ist einfach, wir müssen warten, bis die Armbrustschützen aufhören zu schießen, weil sonst haben wir den Nachteil, dass wir nicht gut zielen können. Wir müssen nämlich stehen bleiben, um ordentlich zu zielen. Wir können nicht im Ritt gut zielen. Haben wir noch nicht geübt. Ah, lass mich durch, lass mich durch. So, da haben wir doch was. Einmal, aber einmal schießen. Noch einmal schießen. Und dann hat er schon erschlagen gehabt. Auch nicht schlecht. Blöd dabei ist nur, die ganzen Erfahrungspunkte, die ich gerne hätte, sind jetzt alle gar wieder beim Verbündeten gelandet. Was sich dann irgendwann rächen wird. Also er ist begeistert, dass wir ihm geholfen haben. Der Feind ist allerdings entkommen. Wir hingegen haben wieder neue Gefangene. Und kümmerlichen Armbruststapel. Armbrustbolzenstapel, so heißt's. Ich merke mir das noch. Ruldi. Wir versuchen jetzt noch in Ruldi ein paar kleine Geschäfte zu machen. Vielleicht haben die noch was Günstiges. Teures bearbeitetes Leder. Die haben aber Geld hier rumliegen. So, verkaufen wir die Bolzen. Und werden jetzt in Yelkala unsere vorhin erworbene Rohseide verkaufen. Und kriegen ganzes, naja, fast 700 dafür. Das ist schon mal ein guter Anfang. Zumindest mal ein guter Anfang. Samt wird günstiger. Na gut, ich nehme es mal mit. So. Das bringt alles nichts. Wir müssen wieder zum Feind. Ich hätte eigentlich mal die Gefangenen verkaufen können. Zumindest versuchen können zu verkaufen.
Fällt mir immer wieder ein, wenn ich schon gerade geritten bin. Na gut, beim nächsten Besuch. Der hat auch nur vor, was zu plündern, so wie er losreitet. Der sollte eigentlich lieber mal gucken, dass er sich eine Truppe zusammensucht. Das ist schon armselig. Der ist auch wieder geschwächt. Der König Harlaus hat sie auf den Sack gekriegt. Das ist ja mal nett zu erfahren. Das heißt, wenn er sich wieder rauswagt, wenn er sich wieder rauswagen sollte, hat er wahrscheinlich nur eine kleine Truppe bei sich. Das ist eigentlich viel wert. Ah, ne, baut sich schon wieder auf. Das wäre echt was gewesen, wenn er mit einer kleinen Truppe dann nur jetzt rauskommen würde und wir könnten ihn einfangen. Das macht dann schon was her, aber der wird nicht rauskommen. Zumindest nicht so lange, wie hier Kreise drehen. Und rundherum ist schon alles geplündert. Oh, das wird überfallen. Ah, toll. So weit weg und dann noch zur Burg unterwegs. Das heißt, wir können den auch nicht einfangen. Mensch. Die Belagerung hier hat aufgehört. Das ist schon mal gut. Oh, hier ist richtig viel geschäftiges Treiben. Die Bauern, die immer rausstromern, bedeutet das hier halt, da ist einer, dass hier halt ordentlich Steuern später auch eingenommen werden. Nee, wo ist er? Wie schnell ist er? 4? Oh nein. Und wieder so ein Speedy Gonzales. Um 0,8 Einheiten ist er schneller als wir. Bleib doch stehen. Nein, nicht in die Burg. Nein. Ah, so ein Feigling. Der Grund, warum ich diese Lager jetzt momentan nicht angreife, ist, weil die Lager im Endeffekt dem Feind stören, weil die Lager quasi im feindlichen Gebiet stehen. Und ja, für uns ist es halt eben von Vorteil, wenn der Gegner nicht so viele Steuern einnimmt. Oh, schön! Das Sultanat führt Krieg gegen Swadien, deswegen ist es vom Sultanat aus Bewegung zu erwarten. Und wenn wir jetzt einen ganz cleveren Marschall hätten, der würde dann anfangen, jetzt die Truppen zu sammeln, würde dann sagen, okay, jetzt holen wir uns Veluka zurück, bevor es das Sultanat macht. So viel dazu. Leider können wir den König auch nicht überreden, dass er mit uns zusammen das Ding angreift. Er hätte zumindest zum Ansatz die Truppen dafür. Mist. Gut, auf dem Weg zu neuen Feinden würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal. Ja, machen wir jetzt einfach mal hier ins Landesinnere von Swadien auf den Weg. Und würde sagen, wir schauen mal bei Uxkal nach. Sollten doch eigentlich die eine
Der ein oder andere Graf sollte da zu finden sein. So, schnell mal schauen, wie stark ist er? 15 Reiterei. Mehrere Schützentruppen, ein paar Sergeants, ein Gebirgsbandit und viel Miliz. Also mit viel Glück könnten wir naja, eigentlich nicht. Ja, vielleicht können wir ihn hier in die eigenen Reihen schießen. Also lockern. Ah ne, er will zur Burg. Langweilig. Ah, enttäuschend. Und da hat auch wieder einer geplündert. Ihm geht's wie mir, er kommt auch immer dann, wenn alles vorbei ist. Toll. Oh, das könnte sich lohnen. Da wollen wir das doch mal ein bisschen beobachten. Sehr schön. Nein! Du Trottel! Du dummer Junge, den hätten wir geschafft. Nein! 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 Enttäuschend. Na gut, vielleicht haben wir in der nächsten Folge mehr Glück und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.